Ja, machen wir es so, ne? So, müssen wir denn hin? Also hier müssen wir nicht hin, wir müssen jetzt irgendwo runterlaufen. Gut. Also ihr seht, hier hat sich alles ein bisschen gelichtet. Ne, oder auch nicht. Ah, okay, es sind schon die ersten Verletzten. Okay, dann gehen wir mal gerade dahin, wo es spannend ist. Wir müssen ja jetzt unsere Stadt verteidigen. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Oh wei. Jetzt kommen meine kriegerischen, kämpferischen Künste zum Tragen. Ja, ich dürfen gespannt sein. So, versteckte Klinge. Unten, also nach oben, unten Fäuste. Wurfmesser, Schwert. Wählen Sie Ihr Schwert. Ich denke mal, das ist die beste Wahl. Fäuste macht, glaube ich, wenig Sinn. Habe ich das Schwert jetzt genommen? Ja. Achso, da unten links ändert sich das Icon. Alles klar. Gut. Keine Zeit verlieren. Es sterben Menschen. Wir sind dran schuld. So. Und was für einer. So. Okay, die Musik ändert sich. Das ist schön. Kampfmodus. Ah! Kann man nicht irgendwie kontern? Wow, das ist irgendwie langsam. Ja gut, ich bin wie gesagt die späteren Teile gewohnt. Zuletzt Black Flag, da geht das ein bisschen flüssiger von der Hand. Und man kann auch... hallo! Kontern. Kann man irgendwie nicht anscheinend. Deswegen war ich so ein bisschen verwirrt. Achso, R1, ah! Okay, was... Später war es nämlich Kreis, okay. Ja, es kommt davon, wenn man einfach nicht die Anweisungen befolgt und liest. Ah. Ich wusste, dass das geht. Blöder. Arsch. Ups. Hallo? Ich hab doch... Okay, ich bin so schlecht. So. Fertig. Ah, gut, alles klar. Weiter nach da, oder? Die kommen von da gerannt, das heißt, ich muss da hin. Ich will immer dahin, wo die anderen nicht hinwollen. Heide, dafür wirst du sterben. Ja, jetzt ist gut. Hier. Geh weg, du. So. Ich will keine Unschuldigen töten. Ein langsamer, aber fest dran Schlag. Okay. Mal probieren. Okay, geht das nicht. Brauche ich einen Gegner für. Also, die Steuerung ist echt. Also, das Kampfsystem ist echt anders als die Nachfolger. Ich weiß nicht, ab welchem Teil das geändert hat. Ich schätze mal ab 3. Aber es ist für mich echt ein bisschen ungewohnt. Ich schätze mal, wenn ich das... Hilf dir! Ich hab meine Freunde angegriffen! Oh, da kann man so nichts sagen. Hahaha! So! Okay. Ja, weiter geht's. Lass mich durch! Ich will kämpfen! Ich bin der Typ von Waterworld. Ja, sehe ich ein bisschen anders aus. Also sieht nicht aus wie Kevin Costner. Das muss man mal dazu sagen. So. Also ich laufe viel zu langsam. Was die Leute rufen. Ihr feiges Pack. Starker Angriff. Ach, ich mach die kurzen, schnellen. So langsam Angriffe, da bin ich nicht so der Freund von den Spielen. Ich mag lieber die kurzen, schnellen Stiche. So. Genau, ich mach's allein. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Soll ich mit euch kommen? Okay. Ich wollte aber kämpfen. Hey, Feiglinge, ich will kämpfen. Geh weg, lass mich durch. So. Ah. Altair, kommt. Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Ist er hingeflogen jetzt, oder was? Oder habe ich da irgendwie... Hä? Na gut. Wir folgen ihm einfach mal dem Typ. Also Al-Mualim ist unser Anführer, der Anführer des Assassinen der Bruderschaft, so rum. Ja. Wow, das ist mal eine Aussicht. Geht auf diese Plattform, Altair. Auf diese, okay. Ja, lauf doch mal hin, mach mal schneller. Wow, die Aussicht ist echt cool. Ui, cool. Gefällt mir. Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert! Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten! Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel!
So sei es! Bringt mir die Geisel! Oh. Gut, das war unser Kumpel. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Hä? Herauf zum Herrn! Okay. Zack. Mein Bein! Mein Bein! Fail. Oder die Templer werden uns hören. Okay, und jetzt? Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Okay. Na, ist natürlich geschickt. Es sollen natürlich die Templer denken, dass wir den Tod nicht fürchten und uns in den Tod gestürzt haben. Ha. Das sind Füchse, die Assassinen. Das sind wirklich Füchse, muss man schon sagen. Ja. Also auf jeden Fall unser Altair, der ist ziemlich athletisch. Also, muss man schon sagen. Und ob ich diesen Sprung gewagt hätte, den er gewagt hat, ich bin mir nicht ganz sicher. So, okay. Klettern. R1 und X. Und bewegen sie auf die Wand zu und zu erklimmen. Oh, gut, alles klar. Ja, das ist halt so... ja. Das war so, ab der PlayStation 3 kam das vermehrt irgendwie vor, dass die Erklärung einfach häufiger vorkam. Zum Beispiel Assassin's Creed. Du hast ja die ganze Zeit... sieht man ja, was man machen muss. Also da oben rechts zum Beispiel. Man sieht immer die Optionen, die man hat. Das ist eigentlich eine coole Idee. Weil früher ein Spiel, da wusste man auf einmal nicht, was man machen soll und ja. Oder musste immer in irgendeiner Spielanleitung wie nachlesen und so. Und diese Zeiten sind halt dann irgendwann, waren die vorbei. Und ja, finde ich eine coole Idee. So, wir sind jetzt hier oben. Ziehen unser Schwert. Ah. Alles genau geplant. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Mhm. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Hm. Ihr habt zugehört. Was? Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ach, Quatsch. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Das stimmt gar nicht. Hey! Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Hm, das stimmt. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden.
Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Ach nee. Tut doch weh.